Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Elektrisch. Wir sind in Rostock bei Toyota beim Autohaus Krüll und wollen mit euch mal gemeinsam den neuen Toyota Mirai 2 ausprobieren. Hier geht es um Brennstoffzelle, hier geht es um Wasserstoff und damit aber auch um Elektromobilität, weil die Brennstoffzelle den Wasserstoff in elektrische Energie umwandelt und damit sozusagen dann in Elektromotor auf der Hinterachse Heckantrieb antreibt. Hinten aus dem Gänsefüßchen Auspuff kommt dann im Prinzip nur Wasserdampf. Und das ist natürlich auch eine Form der Elektromobilität, wie man sich fortbewegen kann. Wir wollen gar keine Grundsatzdiskussion führen, weil wir ja ein rein batterieelektrischer Kanal sind, aber ab und zu halt eben auch mal Plug-in-Hybride und auch Wasserstofffahrzeuge in Zukunft euch vorstellen wollen, selber kennenlernen wollen, um dann selber sich einen Eindruck über die Technik und die Möglichkeiten dieser Technik zu verschaffen. Wenn euch das interessiert, seid ihr genau richtig. Heute mit dem Toyota Mirai 2 beim Autohaus Krüll bei Toyota in Rostock. Bevor wir losstarten, schaut ihr bitte noch mal nach, ob ihr schon Teil der Einfach Elektrisch Community seid. Wenn nicht, würde ich mich freuen, wenn ihr dazukommt. Und jetzt starten wir mal los mit dem Toyota Mirai 2. Und wie immer starten wir von vorne und schauen auf die Frontpartie des Toyota Mirai 2. Zwei deswegen, weil es schon mal einen Mirai gab. Seit 2014 bringt Toyota wasserstoffangetriebene Fahrzeuge mit einer Brennstoffzelle auf den Markt. Und jetzt gab es die Modellpflege halt zum Mirai 2. Und damit ist es auch so eine richtig schöne Limousine geworden. Toyota spricht auch von einem richtig reisefreudigen Fahrzeug. Und da wollen wir mit euch alle Vor- und Nachteile mal herausstellen. Adaptive LED-Scheinwerfer sind im Prinzip dann die Basis. Finde ich wunderschön gemacht, hier auch mit der Frontsilhouette. Und er hat auch ein eigenständiges Design. Gefällt mir richtig, richtig gut. Sieht schön performant, kräftig aus, auch mit dem LED-Tagfahrlicht und diesem ja beinahe geschlossenen Kühlergrill, weil wir natürlich nur so ein bisschen Belüftung brauchen fürs Thermalmanagement. Und man sieht natürlich hier unter dem sehr schön gestalteten Toyota-Logo, auch in Verbindung mit dem Blau für das H2, die 360-Grad-Kamera. Ich muss sagen, von vorne gefällt er mir richtig, richtig gut, macht einen richtig schönen Eindruck. Und gerade hier in diesem Weiß-Metallic-Perleffekt, das sieht auch richtig gut aus. Und wenn wir auf die Seite so von vorne schauen, dann sehen wir, das ist eine richtig erwachsene, große, lange Limousine. 4,97 Meter in der Länge. Zu den genauen technischen Spezifikationen kommen wir aber wie gewohnt dann später nochmal en Detail. Mit Wasserstoff angetrieben, heißt aber auch auf dicken, fetten Puschen kommt er daher. Wir haben ja hier die Advanced-Ausstattung. Und sogar 20 Zoll, ich würde sagen, so ein Turbine, hochglänzend, schwarz designende Felge, gefällt mir richtig, richtig gut. 245 R20 mit Kontinentalbereifung, das macht natürlich auch nochmal zusätzlichen stattlichen Eindruck und steht dem Mirai 2 extrem gut. So weit kann ich meine Arme gar nicht ausstrecken, 4,97 Meter lang. 1,88 Meter breit plus Außenspiegel und dann nochmal 1,47 Meter in der Höhe. Da muss ich euch sagen, das ist natürlich schon ein richtiges Schiff. Lexus hat sozusagen die Plattform für den Mirai 2 zur Verfügung gestellt. Das ist aber auch toll, weil Lexus ja nicht nur für performante Fahrzeuge steht, sondern auch für extrem komfortable. Und wir wollen natürlich auch mal schauen, ob sich die 4,97 Meter dann halt auch im Innenraum wiederfinden, weil wir ja doch schon eigentlich eine verbrennertypisch lange Frontpartie haben. Da schauen wir natürlich mal unter die Haube und ich zeige euch die Brennstoffzelle später. Von hinten, von der Seite erinnert er mich so ein bisschen an den Audi A7, zumindest von der Karosserie-Silhouette. Der A7 von Audi hat aber eine schöne große Fließheckklappe. Da müssen wir natürlich mal schauen, ob der Toyota Mirai 2 das auch hat und was sich dann hinter dieser Klappe entsprechend verbirgt. Vom Design gefällt es mir gut, schön schlicht und hinten hat Toyota eine schöne LED-Rückleuchten verbaut, auch mit so einer durchgehenden Silhouette. Das Einzige, was mir leider nicht so gut gefällt,
Mittelfeld, da müssen wir mal kritisch drüber sprechen, ist unten der Stoßfänger, der als solches, den würde ich noch gar nicht mal angreifen wollen, aber jetzt geh doch bitte mal, Steffen, mal richtig dicht dran. Für den europäischen, für den deutschen Markt hat Toyota da einfach mal ein Stück ausgesägt und hat da einfach mal eine Nebelschlussleuchte reingebaut, damit er hier der STVO-Konformität genießt und natürlich auch eine entsprechende Zulassung bekommt. Ah, naja, gut. Ich glaube, in Japan gibt es wahrscheinlich gar keine Nebelschlussleuchten. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das Einzige, was ich mir vielleicht gewünscht hätte, so als performanter Fahrer, performanter User, wäre vielleicht ruhig noch ein extra stark designter Heckspoiler. Da ist Toyota halt immer sehr schlicht und sehr zurückhaltend, aber das gehört natürlich auch so ein bisschen zum japanischen Charme. Was nicht fehlen darf, auch bei Toyota, bei Mira 2, ist natürlich so eine schöne, dicke, fette Haifischflosse, wo wir dann die ganze Technik vom GPS über Mobilfunk und wahrscheinlich auch den Radioempfang integriert haben. Wir wissen aber bitte, andere Hersteller können das auch in Karosserie, Außenspiegel und Scheiben integrieren. Und was würde diese Silhouette schön aussehen, wenn dieser in Dachfarbe lackierte Knubbel nicht vorhanden wäre? Haifischflossen haben wir auch bei uns im Merch-Shop. Schaut da gerne mal nach. Einfach elektrisch.myspreadshop.de, gerne auch in der Videobeschreibung, ist ein Link. In der Advanced-Ausstattung gibt es dann zum Beispiel auch ein wunderschönes Glasdach optional. Das schauen wir uns natürlich von innen auch nochmal im Detail an. Das Autohaus Kröll steht voll hinter der Elektromobilität und auch hinter der Wasserstofftechnik. Das heißt, momentan gibt es alleine 3 verschiedene Mirai 2 zur Verfügung, sodass ihr hier auch eine entsprechende Auswahl habt. Auch kurzfristige Lieferzeiten wären sogar dann halt auch möglich. Hier seht ihr es mal schön in so einem Silbergold Metallic. Ich weiß gar nicht genau, wie die Farbe heißt. Ja, preislich startet der Mirai 2 in Deutschland mit gut 64.000 Euro Bruttolistenpreis. Wir haben ihn hier in der Advanced-Ausstattung. Ja, man kann eigentlich sagen, so in der vollen Hütte würde ich euch vielleicht sogar empfehlen, wenn das preislich passt. Da liegt er dann bei ca. 75.000 Euro. Aber ihr bekommt natürlich die volle Förderung eines Elektrofahrzeugs da entsprechend, sodass ihr nochmal um die 8.000 Euro da dann in Abzug bringen könnt. Und das ist doch auch eine tolle Geschichte, was ja noch in 2022, wenn man so ein Auto zulässt, möglich ist. Aber Autohaus Kröll hat hier insbesondere spezielle gute Leasingkonditionen für ein Mirai 2. Das ist vielleicht auch ganz gut. Dann hat man einfach nur das Auto mit einer monatlichen Belastung für eine Dauer der Zeit und hat dann hinterher mal mit dem Wiederweiterverkauf gar nichts zu tun, weil man ein komfortables Kilometerleasing hat. Der Vorteil der wasserstoffbetriebenen Elektrofahrzeuge soll ja sein, dass man ihn halt schnell betanken kann, schnell Wasserstoff nachladen kann an der entsprechenden Wasserstofftankstelle. Da gibt es in Deutschland momentan 96 Stück plus 9, die sich im Bau befinden, also demnächst dann sogar 105 Möglichkeiten. Und wir haben hier einen entsprechenden Anschluss, Steffen. Ich weiß natürlich, dass man das nicht aufklicken kann, sondern hier im Innenraum die entsprechende Taste drücken muss. Und dann öffnet sich auch der, ja, Ladeanschluss. Laden kann man wahrscheinlich auch für H2 als Betankung nennen, weil er dann mit ca. 100 Bar Druck der Wasserstoff in die 3 Tanks gelangt. Das ist auch der Vorteil zwischen dem Mirai 1 und dem Mirai 2, dass wir hier 3 Tanks haben mit zusammen 5,6 Kilogramm Wasserstoff, was eine WLTP-Reichweite von bis zu 650 Kilometer ermöglicht. Ich habe natürlich mal meine Spezialisten hier beim Autohaus Kröll nachgefragt, die sagen, naja gut, 500 Kilometer kann man schaffen, wenn man wirklich ökologisiert fährt. Und wenn man natürlich zügig auf der Autobahn fährt, man rechnet immer so 1 Kilo Wasserstoff für ca. 100 Kilometer. Aber auch da exponentielles Wachstum, nee, exponentielle Steigerung hat man, je schneller man fährt. So ist es richtig ausgedrückt. Und bei 130 km/h verbraucht man ca. 1,3 Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer, sodass wir hier, sagen wir mal, mit einem kleinen Puffer bis zu 400 Kilometer auf der Autobahn kommen sollten. Ich bin total gespannt, was sich unter dieser riesenlangen Haube verbirgt, die ja so fast ein Drittel des Fahrzeugs einnimmt, Steffen. Oder ist das übertrieben? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall haben wir diese Gasdruckfedern, dass sich das leicht öffnet. Danke, Toyota. Und wir sehen hier die Fuel Cell, die Brennstoffzelle, die dann im Prinzip die Leistung generiert, die wir brauchen für den elektrischen Motor, den elektrischen Antrieb, der auf der Hinterachse ist, ein Elektromotor
mit Hinterradantrieb und wir haben eine kleine Pufferbatterie, ein kleines Akku-Pack von 1,2 Kilowattstunden, einfach nur um überschüssige Energie speichern zu können einerseits und andererseits natürlich auch zurückgewonnene Energie aus der Rekuperation zu speichern. Selbstverständlich interessiert ihr euch für die Leistung des Elektromotors, 134 kW, 182 PS, 300 Newtonmeter Drehmoment und eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 9,2 Sekunden. So ein Wasserstoffauto ist jetzt kein Performance-Car, wo es darum geht, möglichst schnell zu beschleunigen, sondern halt möglichst effizient sich fortzubewegen. Die Geschwindigkeit ist auf 175 km/h begrenzt und Toyota ist natürlich auch im Bereich der Brennstoffzellenforschung da wesentliche Schritte weitergekommen im Vergleich noch zum Vorgänger, um hier auch die Effizienz zu erhöhen. Worüber wir aber mal sprechen müssen, ist, dass wir circa Mitte 50 Kilowattstunden elektrische Energie aufwenden müssen, um 1 Kilo H2, also Wasserstoff, zu erzeugen. Das ist, glaube ich, wichtig mal in der Betrachtung, weil wenn wir dann 1 Kilo verbrauchen oder sogar 1,3 Kilo, dann brauchen wir natürlich auch pro 100 Kilometer 55 Kilowattstunden elektrische Leistung. Und da ist er natürlich im Vergleich zu einem vergleichbaren Elektroauto beim doppelten bis dreifachen im Verbrauch. Das heißt, wir brauchen eigentlich erneuerbare Energie im Überfluss, um sie sozusagen im H2 zu speichern und dann vielleicht für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge oder auch für Nutzfahrzeuge oder vielleicht auch mal für den Flugverkehr dann zu benutzen. Aber wir bräuchten sie halt im Überschuss. Wenn wir sie nur für die H2-Produktion gewinnen, glaube ich, dann ist das nicht gerade effizient. Selbstverständlich wollen wir auch mal in das hintere Gepäckabteil schauen, in den Kofferraum und machen das elegant mit dem Funkschlüssel. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Auch der Knopf hinten, der geht irgendwie nicht. Ach ja, Toyota, Mensch, warum macht ihr das immer alles so mega kompliziert? Der Knopf im Innenraum, der funktioniert auf jeden Fall. Und wir können mal einen Blick werfen, mit so ein bisschen Gebimmel begleitet, in das Kofferraumvolumen. Nominal haben wir hier 300 Liter Kofferraumvolumen. 4,97 Meter Länge, muss ich euch ehrlich sagen, das ist mir eigentlich zu wenig. Das ist ja mehr so ein Kofferraum, der weil kleiner ist als die Kompaktklasse. Also wir reden da im Vergleich zu einem VW Golf, da ist der Kofferraum größer. Und das ist natürlich auch so ein bisschen der Wasserstofftechnik geschuldet, dass wir natürlich durch die Tanks entsprechenden Platzbedarf haben für die 5,6 Kilo. Einer ist in der Mittelkonsole und zwei halt hinten bei der Rückbank. Und dann haben wir noch hier so ein kleines Staufach, wo man so ein bisschen Gedöns und ein bisschen Werkzeug drin verstauen kann. Ja, eine schöne Ladeluke haben wir auch. Umklappbare Sitze haben wir leider nicht. Finde ich auch schade. Das heißt, auch da ist die Funktion des Fahrzeugs eingeschränkt. Und was uns natürlich auch in Gänze fehlt, ist irgendwo eine elektrische Heckklappe. Auch da hätte ich mir bei einem 4,97 Meter langen Fahrzeug, was auch eine gewisse langstreckigen Tauglichkeit ja haben soll, eine elektrische Heckklappe gewünscht. So schwer kann das ja auch nicht sein, sowas zu konstruieren und zu bauen. Und so viel teurer ist es auch nicht. Und selbst der Kunde wird es, glaube ich, optional mit 200-300 Euro auch bezahlen wollen. Ja, also manuell geht's zu. Wir hatten ja bereits festgestellt, dass Toyota nicht so innovativ war bei der Nebelschlussleuchte. Umso mehr haben sie sich Mühe gegeben. Dann bei der Rückfahrkamera, Kamera und daneben haben wir sogar noch eine Kamera für den digitalen Rückspiegel. Den haben wir ja auch schon in anderen Fahrzeugen kennenlernen dürfen. Denkt bitte mal an das Video mit dem Renault Megane E-Tech, wo wir eigentlich auch gute Erfahrungen mit digitalen Rückspiegeln machen durften. Und da wollen wir natürlich nachher später auch mal im Fahrbericht schauen, wie Toyota das hier im Mirai 2 hinbekommen hat. Wir sind Markenbotschafter bei Geld für E-Auto und da könnt ihr für euer rein batterieelektrisches Fahrzeug oder eure rein batterieelektrischen Fahrzeuge, wenn noch nicht geschehen, die THG-Quote beantragen. Und das ist total einfach, indem ihr einfach nur unten in der Videobeschreibung mal nachschaut. Da habe ich euch ein paar Informationen zusammengetragen und den Link zu Geld für E-Auto. Das geht sowohl als Privatperson als auch als Unternehmer. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, euch entsprechend zu registrieren von eurem batterieelektrischen Fahrzeug oder euren batterieelektrischen Fahrzeugen, die entsprechenden Kfz-Scheine mit der Vorder- und Rückseite hochzuladen. In der Regel dauert das keine 5 Minuten
und dann übernimmt Geld für E-Auto alle weiteren Prozesse von der entsprechenden Beantragung über der entsprechenden Vermarktung und zahlt euch dann nach Erfolg die entsprechenden Prämie oder Prämien auf euer Konto aus. Wenn euch das gefällt, schaut da bitte mal in der Videobeschreibung nach, geht da gerne auf unseren Link und wenn ihr unseren Link nutzt, dann unterstützt ihr natürlich auch diesen Kanal und dafür sage ich herzlichen Dank. Ich denke, von außen haben wir genug gesehen und können uns jetzt mal dem Innenraum des Toyota Mirai 2 widmen. Und wie immer starten wir selbstverständlich mit der Türverkleidung. Da muss ich sagen, da hat Toyota sich richtig Mühe gegeben, hat hier schön wie so ein Kunstleder, ist auf jeden Fall auch so unterschäumt gemacht, dann auch für die elektrische Sitzverstellung, ein schöner Öffnungshebel. Hier so ein bisschen Klavierlack, da kennt ihr ja die Vor- und Nachteile. Und auch hier wieder so ein Leder, Kunstleder mit einer dunkelgrauen Naht. Da muss ich sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Hier ist es auch noch weich unterschäumt, aber ab der Gürtellinie abwärts, das kennen wir ja auch vom Mercedes EQS, da wird es dann hart plastisch. Bisschen klein ist das Ablagefach, ihr seht es, da passt gerade so mein Wasserfläschchen rein und der Dezibelmesser später für die Innengeräuschemessung. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass er vielleicht etwas größere Türtaschen hat. Und wenn die Tür geschlossen ist, dann ist das auch nicht so ergonomisch. Lasst uns den Blick auf die Totale, aufs Armaturenbrett werfen. Und da muss ich sagen, das ist Toyota, finde ich ganz stylisch und ganz gut gelungen. Wir gehen wie immer chronologisch vor. Links vom Lenkrad haben wir noch so ein bisschen Steuerungselemente für diverse Kameras, für, wie gesagt, den Kofferraumdeckel, den Tankdeckel und so weiter und so weiter. Hier ist auch eine schöne Lüftungsdüse. Und dann haben wir im Prinzip zum einen das Fahrerdisplay. Das ist eigentlich auch gut gelöst. Das ist auch schön platziert, dass da die Sonne nicht blenden kann. Und haben dann ein Multifunktionslenkrad mit einem wirklich edlen, weichen Napperlederbezug. Also da muss ich euch sagen, da hat Toyota sich nicht lumpen lassen. Das ist ja richtig schön anzufassen. Was mir auch gut gefällt, ist, dass wir hier haptische Knöpfe haben. Die kann man sich gut einprägen, die kann man auch immer wieder finden. Und das macht auch richtig Spaß, die zu bedienen, weil die dann halt auch gut reagieren. Darüber hinaus haben wir ein schönes, großes Infotainment-Display. Gefällt mir auch gut, ist auch auf einer guten Ebene hier verbaut. Wir haben selbstverständlich auch ein Head-Up-Display. Für den Fahrer finde ich ja auch inzwischen ganz praktisch, da habe ich ja meine Meinung korrigiert, ihr wisst das. Und wir haben für die wesentlichen Elemente auch immer neben Touch dann entsprechend haptische Knöpfe, Lüftungsdüsen, Klimaanlagensteuerung, das finde ich alles richtig schick. Was ich nicht so schick finde, sorry, ist dieser Fahrstufenregelknubbel, den man dann noch nach links drehen muss, nach unten ziehen muss und zweimal nach unten ziehen muss für den Brake-Modus, für die stärkere Rekuperation. Das ist halt alles ja, optisch nicht so schön gelöst. Da hätte man ja vielleicht auch irgendwie einfach nur ein paar Tasten machen können. Ich weiß es nicht. Wir wollen mal hier die Response testen. Hier natürlich dann auch von der Karte. Ja, die Grafik finde ich jetzt irgendwie nicht ganz so prickelnd, aber sie ist okay. Da wissen wir natürlich schon, dass es inzwischen vielleicht modernere Systeme gibt, aber sie funktioniert eigentlich relativ gut, relativ ordentlich und erfüllt da natürlich auch ihren Zweck. Wir wollen mal die Sprachbedienung testen und drücken hier mal die Taste auf dem Lenkrad. Ziel München, Viktualienmarkt 1. München, Viktualienmarkt 1. Möchten Sie die Routenführung starten? Routenführung wird gestartet. Hier ist Toyota einfach Achtung, nicht up to date. Autobahn auf der Route, Achtung. Tunnel auf der Route, Achtung. Durchfahrtsbeschränkung auf der Route. Ja. Bitte dem Richtungspfeil folgen bei Verlassen rechts abbiegen. Ist ja gut. Da muss ich euch sagen, das ist mir auch schon beim Toyota BZ4X aufgefallen, gefällt mir gar nicht die Sprachbedienung. Ich habe vorher gesagt, fahre mich nach München zum Viktualienmarkt 1, fahre zum Viktualienmarkt 1 nach München. Hat sie alles nicht verstanden, bis ich mir dann die Erklärung hier angeschaut habe, um das für euch mal richtig zu demonstrieren. Und das ist für mich ein No-Go. 2022 erwarte ich von einer Sprachbedienung und BMW, Mercedes, Google Automotive, Tesla können das alle, dass man halt einfach eine Stadt oder eine Straße zuerst einsagt und fließend
spricht und er das dann halt findet. Und da muss Toyota in meinen Augen einfach nachbessern. Wo sie auch nachbessern müssen, ist, dass man natürlich neben der Routenplanung auch eine Lade- respektive Tankführung benötigt. Weil ich habe ja keine Lust mehr, jetzt in der H2-App meine H2-Tankstellen auf der Route nach München vorher rauszusuchen, um dann mit dem Toyota Mirai zwar die Strecke geleitet zu bekommen und dann über Zwischenziele zu ergänzen. Ich erwarte von der Elektromobilität, ich steige ins Auto ein, gebe die Adresse ein, gerne per Sprache, und dann werde ich gelenkt und geleitet und man führt mich halt eben auch zu den entsprechenden Ladestationen. Das, finde ich, kann man in der digitalisierten und globalisierten Welt 2022 erwarten. Und die Hersteller, die es nicht erfüllen, das sind im Moment auch überwiegend leider die aus dem asiatischen Raum, die müssen es einfach lernen und nachbessern. Ach Steffen, das macht doch gleich wieder gute Laune, wenn es mit der Tankplanung nicht klappt. GBL Soundsystem, also muss ich euch sagen, das klingt satt, das klingt gut. Hört mal. Aber es geht auch nicht lauter, Steffen. Ah, doch am Handy. Oh, wow, woo. Die Ergonomie im Mirai 2, die finde ich völlig in Ordnung. Hier hätte es vielleicht alles so ein bisschen noch zum Fahrer geneigt sein können. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist diese wirklich sehr, sehr breite, massive Mittelkonsole, die auch hier vorne noch mal so ein bisschen ausfährt. Ich habe den Sitz ja ganz hinten, ganz unten und habe hier wirklich so ein bisschen im Vergleich zu anderen Fahrzeugen Platzprobleme, gerade wenn ich dann Gasfuß bediene. Hier hätte es ruhig ein bisschen schmaler sein können. Die Mittelkonsole ist eigentlich ganz nett gestaltet mit zwei Becherhaltern, statisch halt auf den Durchmesser begrenzt. Wir haben eine induktive Ladefläche, die man an- und ausschalten kann. Finde ich eigentlich auch ganz gut, wenn man die ausschalten kann. Und wir haben natürlich hier nochmal ein schönes Staufach. Steffen, schau mal, wo man eine Parkscheibe reinlegen kann. Und noch zwei USB-A-Anschlüsse hat, eine 12-Volt-Steckdose und auch noch ein bisschen Klimbim versteuern kann. Ja, das Handschuhfach ist auch relativ klein und ich habe halt hier so das Gefühl, wenn ich halt auf die 4,97 Meter schaue, dass sich halt diese Größe nicht im Innenraum so widerspiegelt. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Verbrennerfahrzeuge, aber halt eben leider nicht an die Elektromobilität. Da haben wir halt die Vorteile, dass wir die Akku-Packs meistens in der Bodengruppe haben und dann halt wirklich den Platz komplett für den Innenraum nutzen können. Das können wir hier im Mirai 2 nicht, weil hier in der Mittelkonsole befindet sich ja auch einer der drei Tanks und das spüren wir halt auch über die Platzverhältnisse. Die Sitze sind eigentlich gut ausgeformt, haben ordentliches Leder. Man bekommt sie auch optional mit Sitzheizung und Sitzbelüftung. Das finde ich richtig gut. Das Leder fühlt sich auch ganz gut an, schön weich an. Also da gibt es eigentlich nichts rumzudeuteln. Ja, vielleicht für die performanten Fahrer, die würden sich noch so ein klein bisschen Schulterauflage vielleicht mehr wünschen. Und auch das Armaturenbrett hier so mit diesem Kunstleder-Leder bezogen. Ich weiß gar nicht, was es in Wirklichkeit ist. Ist auch schön weich unterschäumt. Das gefällt mir eigentlich alles sehr, sehr gut. Last but not least zeige ich euch noch das Glasdach, Steffen, wenn wir da einmal hochschwenken. Das ist da auch ganz nett gemacht. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, warum hier der Holm ist. Wahrscheinlich zur Verstärkung der B-Säule nochmal als Querträger. Das ist natürlich schade. Wäre natürlich toll, wenn wir hier die komplette Glasfläche haben. Und was Toyota richtig gut gemacht hat, was ja Porsche im Taycan und Audi im e-tron GT nicht hinbekommen haben. Sie haben auch eine Jalousie eingebaut. Gerade für die hochsommerlichen Monate mit den hohen Außentemperaturen ist es natürlich angenehm, wenn man die Sonne nicht auf dem Kopf hat und die Scheibe noch als umgekehrte Herdplakette fungiert. Wie immer testen wir natürlich auch die Platzverhältnisse im Fond und ob der Olli mit seinen Rehkitz-artigen 99,9 Kilo da reinpasst. Ich habe jetzt ein bisschen Angst bekommen, weil der zarte Steffen mit seinen 75,3 Kilogramm, er hat ja abgenommen übers Wochenende, sich schon den Pöter gestoßen hat an irgendeiner Kante und so ein leichtes Köpfchen an der abfallenden Dachlinie. Steffen, Olli ist Profi, der geht da gazellenartig rein. Da kannst du natürlich auch noch mal was lernen und wir probieren das mal aus. Ich ziehe mal so ein bisschen die Hüfte rein, über die Kante und den Kopf runter und aua. Oh, nee, klappt doch nicht. Herr Steffen lacht sich schrecklich, aber guck doch mal bitte hier die Kante. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das muss ja irgend so eine B- oder Entlüftungsklappe sein. Ist doch was an der Tür, Steffen? Guck mal. Nee, ist nichts. Ach, Toyota. Mensch, was ist denn wieder bei euch los?
Ja, Steffen, ich sitze hier wie eine Presswurst auf der Rücksitzbank. Das hast du mir natürlich nicht verraten. Und irgendwie fehlt mir hier auch die Ergonomie, weil die Mittelkonsole links ist höher als die Armlehne rechts. Ich sitze jetzt hier auch noch so halb schräg. Also ich muss dir sagen, das ist echt unkomfortabel. Und guck mal, hier mit dem Kopf bin ich mit 1,85 Meter am Dach. Wenn einer bremst, haue ich hier mit der Stirn gegen die Dachkante. Und dann ist auch noch mein Rücken in so einem gefühlten 45-Grad-Winkel so nach hinten gelegt. Hier kannst du eigentlich nur maximal liegen und versuchen zu schlafen. Ich weiß, es ist ein bisschen gemein, aber es tut mir einfach leid. Wahrscheinlich liegt es an meiner Statur. Ist halt nichts für etwas kräftigere Menschen und größere hier hinten. Was ganz schön ist, ist so die Mittelkonsole hier auch mit dem Staufach. Steffen, guck mal, das ist doch hier ganz nett. Und dann kannst du hier noch scheinbar hier so ein Display anmachen. Ups, ist ja wieder ausgemacht. Sorry, das geht so langsam gedimmt an. Das ist ja auch geil hier, ne, mit, das ist ja super hier. Machen wir mal gleich mal an hier, die Sitzbelüftung hinten, schön. 3-Zonen-Klimaanlage, finde ich auch schön. Ich finde das auch übrigens auch gut, dass man das hier bedienen kann. Hier kann man auch noch irgendwie sich gestalten lassen, wie man das möchte. Auch schön, hier kann man auch so die Lautstärke regeln. Das ist doch so ein richtig kleines Fond-Entertainment. Das Einzige, was mir halt hier fehlen würden, wäre so ein bisschen Rear-Seat-Entertainment. Oh, ich habe ja die Sitzheizung angemacht und nicht die Lüftung. Das war natürlich ein Kardinalsfehler bei 30 Grad. Die machen wir natürlich mal hier ganz schnell wieder aus. Jetzt glüht mir auch noch der Hintern hier hinten. Alter Schwede. Ja, zwei Becherhalter haben wir auch. Und was wir auch haben, sind hier zwei USB-A-Anschlüsse mit 2,1 Ampere. Ey, Steffen, das wird immer heißer hier, mach Gas. Wir haben hier noch Lüftungsdüsen, also irgendwie diese Sitzheizung, die funktioniert hier echt Bombe im Hinterwagen. Wir haben Kinder-Isofix-Befestigung, Fahrer-Beifahrerseite, tut mir leid, das ist heute mal ein bisschen das gibt's doch gar nicht. Ist schon wieder hier angegangen, die Sitzheizung. Ich will Belüftung. Ach, das war die linke Seite. Verdammte Axt, Mensch, Toyota. Mach's doch nicht immer so kompliziert. Also Steffen hat mir das gerade hier erklärt. Ich kriege auch schon Nackenschmerzen hier vom Vorbeugen, weil die Sitzlehne so schräg nach hinten geht. Also es ist eigentlich ganz einfach. So hat man quasi, ich mache das mal hier, die Sitzheizung auf 3 Stufen. Und hier hat man dann die Sitzbelüftung auf 3 Stufen. Wenn man da jeweils drauf drückt, kann man es runterregeln. Hier pustet es auch richtig, Steffen. Vielleicht sind das ja die Lüftungsdüsen da für die Sitzbelüftung. Ich weiß es nicht. Wofür das da ist. Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall mal spannend. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr euch da besser auskennt. Wir wollen den Toyota Mirai 2 jetzt auf der Straße mit seiner Performance erleben. Wir wollen die Innengeräusche messen. Ist er wirklich leiser als der Verbrenner respektive das rein batterieelektrische Fahrzeug? Und wollen natürlich auch mal an der Wasserstofftankstelle heranfahren. Und dazu habe ich sogar Herrn Witt, den Verkaufsleiter von Toyota Auto aus Krüll, hier gewinnen können, der uns da natürlich fachmännisch mit Rat und Tat beiseite steht. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Kommt rein, wir fahren los. Wir wollen durchstarten mit dem Toyota Mirai 2 und ich muss euch sagen, ich bin total aufgeregt, weil es ja auch für mich das allererste Mal ist, dass ich Wasserstoff, also mit einer Brennstoffzelle ein angetriebenes Fahrzeug fahre. Und wir wollen natürlich wie immer Performance auf den Pinsel drücken. Oh! Okay, 134 kW, 182 PS und man merkt die 300 Newtonmeter und die stehen auch sehr spontan zur Verfügung. Das kennen wir von den batterieelektrischen Fahrzeugen und da bin ich natürlich positiv überrascht. Ich habe mir sagen lassen, der Toyota Mirai 2, das ist der leiseste Toyota. Jetzt schauen wir mal bei 50 km/h. Dezibel. Was ist denn hier los, Toyota? Eine Mercedes S-Klasse, die wirklich so gedämmt ist, besser als ein Haus, die hat 56 Dezibel. Also Toyota, Chapeau. Wir fahren 70 km/h. Ich muss sagen, das ist einfach mega. Wir beschleunigen auf 100. Dezibel, wie geht denn das bitte? Also wenn wir nur mal zum Vergleich, ein VW ID.3 oder auch ein Kia e-Niro, rein batterieelektrisch, haben 61 Dezibel bei 50 km/h. Also ich glaube, wer leise fahren möchte, der sollte sich auf jeden Fall mal den Toyota Mirai 2 ausprobieren und vornehmen. Was geradezu laut erscheint, ist hingegen dann das leise Blinkergeräusch.
Und da muss ich euch sagen, Toyota hat das hinbekommen, auch ohne Doppelverglasung, also zwei Scheiben mit einer Folie verbunden. Da muss ich wirklich sagen, da haben sich die Toyota-Ingenieure wirklich was Gutes zur Kapselung und Geräuschdämmung ausgedacht. Wir haben den Drive-Mode auf Sport gestellt. Es gibt drei Programme, Eco, Normal und Sport, und wollen mit euch natürlich mal mit der Brennstoffzelle eine Launch Control machen. Und wie immer machen wir das, Steffen, ich bereite mich vor. Launch Control haben wir hier leider nicht. Und du gibst mal das Kommando. 3, 2, 1, los! Ja. 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 Also ich muss sagen, es ist jetzt nicht so brachial, wie man es vielleicht von einem Tesla kennt. So ehrlich muss man sein. Aber das ist auch nicht die Zielgruppe, auch nicht der Mensch, der sich wahrscheinlich ein wasserstoffangetriebenes Fahrzeug kauft. Wir haben eine solide Beschleunigung bis 50. Ich glaube, da kann man spielen, ganz normal im Stadtverkehr, ohne jemanden zu behindern. Im Gegenteil, zügig mitschwimmen. Und dann von 50 auf 100, da merkt man natürlich auch so ein bisschen insgesamt das Gewicht und die Fahrzeuggröße mit 4,97 Meter. Da sind vielleicht dann die 134 kW, 180 PS und die 300 Newtonmeter nicht so stark, wie sagt man so schön, auf der Brust, wie das vielleicht performante batterieelektrische Fahrzeuge sind. Aber zum Cruisen, zum Gleiten, den Komfort zu genießen, das muss ich euch sagen, hier merkt man den schönen großen Radstand, hier merkt man ein sehr komfortabel abgestimmtes Stahlfahrwerk und ich muss euch sagen, auch die Sitze, die sind echt mega bequem. Toyota hat in den Mirai 2 auch eine Wärmepumpe verbaut. Die Wärme generiert das Fahrzeug natürlich aus der Brennstoffzelle, weil sie bei der Energieerzeugung auch Wärme produziert. Sogenannte Abwärme, die wir dann auch zur Erwärmung des Innenraums nutzen können. Und die Wärmepumpe wird genutzt, um dann auch für das Thermalmanagement, für die Kühlung des Innenraums und weiterer Dinge zu nutzen. Und so haben wir auch die Möglichkeit, in einem wasserstoffbetriebenen Fahrzeug, hier im Toyota Mirai 2, das Auto vorzuklimatisieren und auch vorzuheizen. Auch der Toyota Mirai 2 ist mit der MyToyota-App selbstverständlich verbunden, wo ihr Komfortfunktionen nutzen könnt, öffnen und verriegeln, den Füllstand natürlich, der Tanks abrufen und vieles, vieles mehr. Und das Fahrzeug meldet auch Fehlfunktionen über die App dann an den Toyota-Händler, der mit euch in Verbindung steht, wenn es mal Probleme mit dem Fahrzeug geben sollte. Das muss ich aber sagen, kommt ja bei Toyota eigentlich gar nicht vor, weil wenn man mal so die Pannenstatistik guckt, hat ja Toyota sozusagen schon, solange ich zurückdenken kann, glaube ich, fast immer die vordersten Plätze, wenn nicht sogar Platz 1 für sich verbucht. Wir haben im Toyota 2 auch die neueste Assistenztechnik verbaut. Exemplarisch dafür natürlich auch der Abstandsregeltempomat in Verbindung mit dem Spurhalteassistenten, den Lenkassistenten, wo das Auto auch teilautonom natürlich über die Kontrolle des Fahrers zu bewegen ist und sogar, ja, Gänsefüßchen, so 10 Sekunden das Auto fast alleine bewegt. Darüber hinaus gibt es Stauassistenten, Bremsassistenten und. Schaut da gerne mal nach, was Toyota da auch in den Fahrzeugen jeweils zu bieten hat. Ich muss sagen, das funktioniert hier alles sehr, sehr gut, inklusive, Steffen, schau mal, die 360-Grad-Kamera, das sieht doch auch toll aus. Die startet auch immer, wenn man quasi mit dem Auto steht. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, weil man dann immer einen guten Überblick hat. Was auch genial ist, ist der digitale Rückspiegel. Ich schalte mal um auf analog. Das muss ich euch sagen, das hat Toyota auch richtig klasse umgesetzt, wo man dann sehr, sehr schön sehen kann, was hinter einem passiert. Das kann man auch so ein bisschen einstellen, ein bisschen verstellen, um das im Prinzip dann fahrergerecht zu haben. Wir sind an der Wasserstofftankstelle in Rostock angekommen und hier findet die all fünfjährige TÜV-Prüfung gerade statt. Ich habe mich hier mit den entsprechend Verantwortlichen sehr, sehr nett ausgetauscht und leider können wir da jetzt natürlich auch nicht filmen. Ich hätte euch ja zumindest gerne gezeigt, wie man den Anschluss reinsteckt etc. pp. Was ich euch aber zeigen kann, ist sozusagen die Ladekarte für den Wasserstoff. Die ist einheitlich und der Preis ist ja gerade von 9,50 Euro auf 12,80 Euro pro Kilo angestiegen, sodass man ungefähr sagen kann, 100 Kilometer gleich 12,80 Euro für das Kilo Wasserstoff. Es sei denn, man fährt natürlich schneller auf der Autobahn, verbraucht mehr, dann vielleicht 1,3, 1,5 Kilo pro 100 Kilometer. Dann könnt ihr euch vorstellen,
wie dann der Preisanstieg zunimmt. Seine wahren Vorzüge genießt der Mirai 2 meines Erachtens auf der Autobahn, auf der langen Strecke, auch wenn wir hier ein schönes Porsche-Derivat vor uns haben. Ich möchte nicht tauschen, weil ich genieße einfach hier den Fahrkomfort im Toyota Mirai 2 und von der Performance. Das kennen wir ja aus der Elektromobilität mit dem sofort verfügbaren Drehmoment. Müssen wir uns eigentlich in Summe ja auch nicht verstecken. Wie gesagt, der Mirai 2 ist da sicherlich jetzt kein Rennwagen, sondern ein Auto, wo man gerne Strecken überwindet und dann halt eben auch an der Wasserstofftankstelle in 3 bis 5 Minuten, je nachdem wie viel man nachlädt, dann mit bis zu 900 Bar Druck auftanken kann, geht noch mal kurz pullern und ist eigentlich ja in 7-8 Minuten wieder on the road again, wenn man das möchte, und eigentlich wie ein Verbrenner mit einem großen Tank unterwegs. Was mir auch sehr gut gefällt beim Toyota Mirai 2 ist, dass wir hier beim Fahrstufenregler, also der Knubbel, den hat sich auch echt irgendjemand vom Design her ausgedacht, wenn wir nach unten schalten, dann auch in den Brake-Modus schalten können, wo wir dann eine stärkere Rekuperation genießen. Ja, fast so ein leichtes One-Pedal-Feeling bekommen, wie wir es aus dem rein batterieelektrischen Fahrzeug kennen, so muss man ja sagen. Und dann halt auch viel Energie in den Akku mit seinen 1,2 Kilowattstunden zurückgewinnen können. Und das muss ich sagen, das ist eigentlich ein gutes Konzept. Und was mir vor allem besonders gut gefällt, ist diese Ruhe und das Leise dieses Fahrzeugs. Wir wollen die Rückfahrkamera des Mirai 2 testen und dazu schaltet man natürlich auch in den Rückwärtsgang so vorne oben nach links, auch ein bisschen kompliziert gemacht, haben eine schöne Hilfslinie hierzu, sehen natürlich auch über die Außenspiegel gut das Fahrzeug. Ich finde auch, dass die Rundumsicht im Mirai 2 sehr, sehr gut ist und können hier natürlich elegant rückwärts leise einparken. Da muss ich sagen, das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Lasst uns zum Fazit des Toyota Mirai 2 kommen. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ist ja das erste Mal, dass ich mit Wasserstoff und einem Wasserstofffahrzeug in Berührung komme. Und ich habe halt hier viele Parallelen, die mir gut gefallen, zur rein batterieelektrischen Welt. Der Vorteil ist halt, dass man halt, wenn die Wasserstofftankstelle in Funktion ist, halt mega, mega schnell dann quasi wieder auftanken kann, weiterfahren kann und da eigentlich keine weiteren Zeitaufwendungen hat gegenüber dem Verbrenner. Wenn sie aber nicht funktioniert, wie jetzt gerade hier in Rostock, dann ist der Weg zur nächsten Wasserstofftankstelle aber auch immer 150 Kilometer weit. Das heißt, auch da haben wir eine Parallele. Wir müssen uns eigentlich immer vorab informieren, funktioniert die Wasserstofftankstelle auf unserer Route, und müssen da ein bisschen Planung machen. 96 Tankstellen in Deutschland ist schon mal ein guter Wert. Plus die 9, die noch im Bau sind, dann wird es noch besser. Und gerade so im Bereich Nordrhein-Westfalen, da ist auch die Dichte, glaube ich, so was ich auf der Karte gesehen habe, dann am höchsten. Für alle, die viel fahren, die unabhängig sein wollen, die vielleicht auch nicht zu Hause laden können, für die ist natürlich vielleicht ein Wasserstofffahrzeug interessant. Schade ist, dass der Preis gerade angehoben wurde von 9,50 Euro pro Kilo auf 12,80 Euro, weil dadurch natürlich auch so ein bisschen die wirtschaftliche Effizienz des Toyota Mirai 2 leider beeinträchtigt wird. Aber das kennen wir ja auch von der Stromtankstelle, wo wir ja auch inzwischen immer höher und steigendere Preise erfahren, und selbst auch im privaten Umfeld ist es ja so, dass der Strompreis momentan ja eher steigt, als dass er sinkt. Was man auf jeden Fall machen kann, ist hier mit diesem Toyota Mirai 2 hervorragend reisen. Ich kann euch nur empfehlen, schaut gerne mal bei eurem Toyota-Partner vorbei, insbesondere hier natürlich, wenn ihr in Rostock oder aus der Umgebung seid, beim Autohaus Krüll, bei Herrn Witt oder seinem Kollegen. Und testet es mal, schaut euch das Auto an. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich möchte mich auch beim Autohaus Krüll dafür recht herzlich bedanken. Das war eine weitere Folge von Einfach Elektrisch, heute mal Wasserstoff angetrieben mit dem Toyota Mirai 2. Ich bin mega, mega gespannt auf eure Kommentare, wie ihr das empfindet, euer Gefühl, eure Meinung zu wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen und gerne natürlich auch zum Toyota Mirai 2, den ich euch, glaube ich, sehr ausführlich gezeigt habe. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich über den Daumen hoch freuen. Wo ich mich noch mehr darüber freuen würde, wäre, wenn ihr dazu stoßt, Teil der Einfach Elektrisch Community werdet, weil momentan nur jeder 10. Zuschauer auch Abonnent ist und ich würde natürlich gerne mit euch gemeinsam wachsen. Also bleibt gesund, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald, euer Olli.